Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Schwarz. Ja, wir haben in der letzten Folge, es hat aufgehört zu schneien. Schön. Wirklich schön. Die Drachenstiege da gemacht und naja, der N, der König der Plasma-Spastos da, ist jetzt der neue Held, weil das Drachen-Pokémon, dessen Namen ich vergessen habe, nennen wir es Jürgen, weil es ihnen jetzt gehorcht. Und wir sollen jetzt das andere Drachen-Pokémon, dessen Namen ich vergessen habe, auch finden. Und dann gegeneinander kämpfen. Ich habe das alles nicht so ganz verstanden. Naja, macht ja nichts. Wir sind ja nur hier, um Pokémon-Champ zu werden. Nicht um die Welt zu retten. Also ist es mir wurscht. Lass die Welt doch hier untergehen. Ganz ehrlich. Milax will Pokémon-Trainer werden. Ihr Champ. Und als Pokémon-Champ muss ich die Top 4 besiegen und den Champ und dann zackabum, fertig. Da kann der hier mit seinen Drachen-Pokémon da durch die Gegend fliegen, wie der will. Ist mir wurscht. So, wir müssen jetzt aber erstmal zum alten Palast. Ja, da waren wir echt, ne? Da haben wir hier Flappy her. Da war... hier, ne? Können wir da hin? Ne, da können wir nicht hinfliegen. Okay, dann fliegen wir erstmal nach Rayono City. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir da finden. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe selbst gar keine Ahnung mehr, was hier überhaupt abgeht. Ich will doch nur Pokémon-Champ werden. Früher gab es einen Gary und ein Team Rocket und ne, dann warst du Pokémon-Champ. Und jetzt gibt es Team Plasma und andere Leute, die dich immer nur behindern und schlimm geworden. So. So, harte Pokémon warten hier nicht auf uns. Harte Gegner warten hier nicht auf uns. Das Einzige, was hier auf uns wartet, ist der alte Tempel. Da, wo wir ja schon... Ach ja, da darf ich schon nicht rein, da sind ja Pokémon da. Oh nein! 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 Oh Gott, das schaffen wir nicht. Piet, da musst du dich echt anstrengen. Nein, also das ist es auch echt nicht wert. Zudem ist es sehr sandig heute und da wollen wir nicht. Nee. Ich muss da raus! Es gibt ja hier leider keine wirklich hilfreichen Pokémon mehr. Wir sind alle Level 20, wir sind Level 40. Wir sind schon knallhart Level 40. Damals, als wir noch hier waren und uns gefreut haben, unser Ganoli zu fangen, ja, das war noch... Da waren noch Zeiten. Da waren wir noch jung, unschuldig, frisch. Och nö. Okay, hier war, glaube ich, jetzt richtig... Irgendwann hat mir über die Brille geschnuffelt. Ich glaube, das war Harley. Wow. So, da ist Dr. Frankenstein, aber da wollen wir ja nicht hin. Gehen schön außen lang, damit uns keiner in die Quere kommt. Damit keiner uns nervt. Und... Stopp, Case! Was denn jetzt schon wieder? Das dort ist der Eingang zum alten Palast. Du bist wirklich unglaublich, Case. Du hast es tatsächlich noch vor mir bis hierher geschafft. Die Kämpfe gegen die Pokémon hier im Wüstenresort haben mehr Zeit und Mühe gekostet, als ich erwartet hatte. Wirklich? Die sind Level 20. Ich verdanke es meinen Pokémon, dass ich es bis hierher geschafft habe. Die sind Level 20. Lauro ist schon vorgegangen. Los, lass uns keine Zeit verlieren. Die sind Level 20. Die sind Level 20. So, das habe ich hoffentlich jetzt oft genug gesagt, damit auch der letzte Dröppel das versteht. Ist eigentlich Pete derzeit, ich denke mal, dass er das Glückshai hat, oder? Wir testen uns einmal mal, indem wir Gift schweifen. Ciao. Oh, nicht mal effektiv, ey. So, viel konnten wir uns ja letztes Mal hier gar nicht umschauen. Leider. Ja, er hat das Glücksei. Ich wollte nur gucken, ob er Glücksei hat. So viel konnten wir uns letztes Mal nicht umschauen, denn es war nicht wirklich viel zu sehen. Tschüss. See ya, Welt. Es war schön mit dir. Hi.
Ich soll jetzt hier was? Ich hab's vergessen. Makabaya, okay. Warum werde ich nicht von den Leuten in Empfang genommen, was hier los ist? Haben wir einen Schutz oder so? Einfach nur... Ja, wobei, wenn wir vielleicht tiefer kommen. Ich wollte ja mal zu der da, ne? Eigentlich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Ehrlich, ich habe gerade keinen Plan, wie es weitergeht. Ach ja, komm, hör mal auf mit deiner Bedrohung, Alter. So gruselig bist du auch nicht. Freestyle. Tag. Meister Jesus will es so. Es geht nur herauszufinden, wie stark du wirklich bist. Dann zeig mal, ob du das Zeug dazu hast, Team Plasma zu schlagen. Ich dachte, du willst jetzt kämpfen oder so. Ich hab mich jetzt voll auf den Kampf eingestellt. Boah, ich glaube, Opa will einfach nicht mit uns zu tun haben, oder? Der will nichts mit uns zu tun haben, Opa. Kamen wir hier letztes Mal auch schon hin? Und wenn, gab es hier irgendetwas Besonderes? Das Team Arschplar. Am Husten. Aufmerksamkeit. 16.45 Uhr, ich habe Feierabend. Heute war mein erster Arbeitstag. Bläh. Wenn ihr das seht, ist es schon mein zweiter. Also noch ein viel größeres. Bläh. Oh, ich kann es kaum erwarten, Team Plasma. Endlich wieder. Oh mein Gott. Ich habe schon viel über dich gehört. Du solltest deine Pokémon ja regelrecht schinden. Echt? Wirklich? Ich schinde meine Pokémon? Ich schinde deine Mutter halt, aber sonst schinde ich hier niemanden. Aber deine Mutter will es auch so. Die alte Nippel an der Autobatterie anklemmt, Tante. Da. So, guck mal da. Wo? Oh. So, Machen wir hier einfach mal Dampfwalze, denn ist hier auch High Life. Okay, das war total... total unepisch. Brauchen echt mal ein paar stärkere Attacken für ihn, ne? Irgendwas, was mal wieder richtig auf den Schädel haut. Weiterkämpfen. Rockkeimer an. Irgendwas, was mal wieder wirklich draufballert, weil Pete war mal echt stark gewesen, aber dann hat er auch wieder stark abgebaut. Finde ich. Es wäre schön, da mal wieder, ja, ein bisschen was rauszuholen. Rockkeimahn, immer wieder gerne. Ein bisschen Quetschwalze, dann bist du auch niedergequetscht. Weil ich ja natürlich wusste, dass Käfer dagegen sehr effektiv ist. Also bitte, natürlich wusste ich das. Ich weiß nämlich alles. Ich weiß, es kommt schockierend, aber ich weiß trotzdem alles. Ich hörte außerdem, dass du stark bist. Und was soll ich sagen, das bist du auch. Wer deine dicke Mutter stemmen kann, Alter, der ist stark, das stimmt. Ich muss aufhören, die Müttis hier zu beleidigen von den Leuten, das ist echt fies. Aber Mutterwitze gehen halt immer. Das ist echt schlimm. Habe ich irgendetwas um... Dampfwalze... Das macht halt alles nicht wirklich... Käfertrutz. Der Doppelklaue kann er bestimmt nicht lernen. Irgendwas, was richtig... Ist der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennung? Ja, leidet er ja nicht. Wir könnten höchstens echt mal Matschbombe versuchen. Ach, weißt du was? Für diesen Giftschwanz da, weil wir nutzen die Technik ehrlich gesagt eh kaum noch. Weil... Ja, weil wir halt... Weil die halt echt schwach ist. Was hat die für eine Angriffsstärke? 40 oder so? 50, das ist halt echt low und tauschen wir es doch einfach mal aus. 1, 2, Schwupps. Hat der Hurricane auch schon in den Kommentaren irgendwann mal geschrieben. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Aber lass uns das mal machen. Vielleicht macht es ja mehr Damage, als was wir überhaupt denken. Meins! Hurra! Na endlich. Komm schon, du musst verlieren, damit meine Pokémon glücklich sind.
Zyrokeks. Matschbombe! Ja, macht ja schon mal gar nicht schlecht so. War nicht sehr effektiv, Zyrokeks. War nicht sehr effektiv. Guck mal da. Ich gucke. Hat leider nur 10 Angriffspunkte, Matschbombe wieder. Macht ein bisschen mehr Schaden als das andere, aber jetzt auch nicht so ultramäßig. Quetschwalze. So, Pete können wir aber, glaube ich, relativ gut hier unten trainieren, oder? Mit fast 2000 XP. Was für ein unglaublicher Trainer du doch bist. Oh ja, danke, ich weiß. Ich bin Hammer der Harte. Ich bin so Hammer der Harte, dass ich der Harte der Hammer bin, ey. Ich bin so ein gehärteter Hammer, dass mir nichts mehr einfällt. In dem Hypertrank. Ja, wir haben genügend Geld für Hypertränke. Das ist schon... Ich muss mir da keinen Kopf mehr machen. Wir sind reich. Da wir unsere Pokémon da so knallhart ausbeuten, sind wir einfach reich. So, am Rand lang gehen. Hallo. Das ist übrigens ein Trick. Den gibt es nur exklusiv von mir. Geh am Rand lang. Oh, was ist das da für ein Vieh? Echt, na toll. Na toll. Ein Echner. Matschbombe. Flup. Nicht sehr effektiv. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das Geist Psycho, glaube ich, oder so. Irgendwie würde ich mir mal. Würde ich mal so ganz grob verkaufen. Dampfwalze. Auch nicht gerade irgendwie spritziger. Der nagelt sich. Ha. Er ist schon gleich tot. Quetschwalze. Einfach nur, weil wir es können. Auch nicht sehr effektiv. Okay. Okay, das macht mich aber auch fertig, halt sein Gehampel da vorne. Da wäre Bebop, glaube ich, ganz gut für mit Knirscher und sowas. Aber haben wir derzeit nicht drin? Derzeit ist noch ein Level ist Pete dabei. Okay, wir können da einmal runterschnuften. Ich weiß aber nicht, ob uns das was bringt. Das ist ja schon wieder. Ja, wir haben nicht große Angriffsstärke gegen das Pokémon hier. Aber es gibt immerhin 1300 EXP, das ist schon. Mach am besten toll, hier, Fluch. Warum sage ich toll? Ist auch keiner, oder? Mach mal ganz kurz Kreideschrei. Was machst du? Was ist denn jetzt los? Teilt Schutzkräfte auf. Keine Ahnung. Ich liefe gleich vor denen hier, ganz ehrlich. Pete hat da einfach nichts gegen zu sagen. Pete kann da nichts gegen tun, gegen den. Leider. Hi. Da haben wir gar nichts von, wenn wir da hochgehen. Dann gehen wir jetzt erstmal hier runter, ganz kurz. Der Wandel dieser Welt kann nur unter großer Mühe und Schmerzen geschehen. Alles klar. Schienbein treten. Nackenschelle. Feuchter Futzi. Gott, feuchter Futzi, Alter. So ekelhaft. Hey, das ist die Entwicklung der Mülltüte, oder? Alter, das ist eine Ultramülltüte. Mit irgendwie Zapfsäulenfinger. Keine Ahnung, das sieht aus. Zapfsäule. Quetschwalze. Keine Ahnung. Klärsmog. Eklig, Mann. Das klingt voll eklig. Süß. Statusveränderungen von Pete wurden aufgehoben. Okay, das ist sehr effektiv. Ich nichts mehr wissen. Ich. Nichts wissen. Das sowieso nicht, aua. So, Dampfwalzen. Hyratytox. Ne, Depontitox oder so, was weiß ich. 2500 fast. Aua, ich hasse Schmerz. Ja, ich auch. Und deswegen gehe ich jetzt auch weg, weil dein Gesicht bedeutet Schmerz.
Wir müssen Pete nur noch ein Level abkriegen. Dann ist es auf den Level von den anderen und dann können wir mit dem anderen hier. Habt ihr gesehen? Zaubertrick. Spuckball. Können, glaube ich, keiner von uns lernen, oder? Ich gehe mal da rein. Plomp. Gut, ich wäre da oben aufgetaucht. Jetzt gucken wir aber erstmal hier. Wir müssen uns überall umgucken. Würde jeder sein Pokémon freilassen, müsste sich keiner mehr um Siege oder Niederlage streiten. Wir streiten ja auch nicht, wir kämpfen. Außerdem würden wir dann mit Fäusten kämpfen und dann würden wir uns viel mehr wehtun, als wenn wir unsere Pokémon als Schilde benutzen. Was jetzt irgendwie viel schlimmer klingt, als ich wollte. Aber es ist so. Wir würden dann mit Messern auf uns einstechen und nicht mit Pokémon. Wir würden nicht machen, dass die Pokémon dann sich mit Messern abstechen. Oder mit Quetschwalzen oder was weiß ich, womit sie sich hier noch töten. Ja, ein bisschen noch. Mach ich gar kein... Wenn ich gar kein Pokémon hätte, müsste ich auch nicht verlieren. Ja, stimmt, genau. Such dir ein anderes Hobby. Stricken ist in. Nee. Ich mag dich nicht echt na toll. Gut, du bist irgendwie schon recht cool, aber irgendwie... Mag ich dich nicht. Sehr schön, danke für den Fluch. Wirklich, ich freue mich drüber, weil dir das so viel Schaden macht. Und mir halt, so. Nicht wirklich irgendwas. Fluch habe ich auch immer das Gefühl, dass das echt nichts bringt. Klar, es ist cool, wenn er so viel, ne? Schutzteiler, ich habe keine Ahnung, was das ist. Beziehungsweise, was das macht. Kriegt er jetzt auch Schaden? Das Einzige, wofür Fluch gut ist, ne, für langwierige Kämpfe. Weil du weißt, du hast keine Chance. Einfach Fluch, heil, 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 heil und der stirbt dann ja von alleine. Das ist das Einzige. Aber sonst brauchst du Fluch, glaube ich, nicht wirklich. So, Pete ist Level 43. Dann können wir jetzt nämlich was ganz Besonderes machen. Flappy trainieren. Ist total besonders, ich weiß. Item geben... Der Attacken von Typ Gift. Das wäre Matschbombe. Das andere wäre vom Typ Käfer. Haben wir hier irgendwie sowas? Ich gebe ihm mal den Giftstich, wa? Dann macht er giftmäßig ein bisschen mehr Schaden. Die Scope-Linse, ja, ist krass geil, aber... Ja, jetzt auch nicht so der Wahnsinn dann, weil so oft kommt das irgendwie nicht vor, habe ich das Gefühl. Dass ein Volltreffer kommt. Beulenhelme sind aber geil. Top-Beleber ist top. Wirklich, Top-Beleber ist geil. Besonders gegen Champions und so. Wenn du da sowas einsetzt, dann ist Top-Beleber echt gut. Rockheimer! Flappy! Ich weiß jetzt gar nicht, was ich gegen dich einsetzen kann. Da wäre jetzt der andere natürlich besser. Oh Gott, das Leben ist echt Pain. Feuer-Odem? Hauptsache, er stirbt. Also das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass es stirbt. Ohne, dass wir viel Schaden bekommen. Wir müssen bei Flappy nur ein bisschen aufpassen mit, naja, seinem Leben. Jetzt, warum taucht jetzt Rockheimer auf und nicht gerade eben? Das wäre viel einfacher gewesen. Beutel? Ich muss ihn leider immer wieder heilen. Weil sonst haben wir ein Problem. Das benennt sich dann Statusveränderung. Aber ich wünsche, das könnte man wegmachen. Kann man sowas wegmachen? Ich meine, es ist halt echt scheiße. Das ist der größte Manko an ihn. Dass er halt, naja, sobald sein KP zu niedrig ist... Es tauchen hier Rockheimer auf. Ich kriege hier echt einen Fnuck. Ich fliege einfach mal weg und guck mal an, was passiert. Tschüss. Nee, sobald sie auf Hälfte ist und eine, naja, Statusveränderung hier ein bisschen, ist halt echt scheiße sonst. Naja, tötet ihn, sehr schön. Also haben wir was.
Dass man wie heißt das? Diese besondere Talent oder ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Hi. Rutsch nicht runter. Vorsicht, Vorsicht! Es ist nun mal unmöglich für einen dummen Trainer, das Potenzial der Pokémon auszuschöpfen. Das spricht jetzt aber auch ganz stark gegen dich, muss ich sagen. Also, das ist nicht so das Kompliment, was du dir hättest geben können. Was hast du denn da? Ein Kleptomane. Ach, Flappy, warum nicht? Tschüss, Flappy. Ich mag Flappy. Flappy ist echt stark. Das einzig Schlimme ist halt wirklich seine Eigenschaft. Ich glaube, Eigenschaft heißt das nicht. Bin mir echt nicht sicher. Aber ihr wisst, was ich meine. Und die würde ich... Das wäre echt schön, wenn man sowas wegtauschen könnte. Yratytox. Was soll ich denn damit, Alter? Lass mal Entwicklungen raushauen. Ich brauche EXP. Okay, jetzt mit Yratytox hier. Oh, so eine Low-Pokémons hier, da. Ah, wie dumm. Ja. AB Plus. Natürlich noch gucken, ob hier hinten irgendwas ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Also flutschen wir hier einfach mal in das Loch. Vielleicht ist das ein anderer Weg. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich hier nochmal hochgucken. Denn hier hätten wir auch noch runterfallen können. Ich will mal gucken, ob wir da noch irgendwie was finden, was für uns gut ist oder so. So, hier können wir Knirscher einsetzen. Gegen Echnatoll. Echt? Na toll. So ein geiler Name. Mumie. Dankeschön. Kraftheiler, der macht auch... Was macht denn der da so? Fällt Kräfte auf. Ich habe keine Ahnung, was dieses Echnatoll von mir will. Echt nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, es will immer sterben. Zack, ein paar EXP.